So, hallo Leute und willkommen zurück zu Hearthstone. Ja, wir haben ja den letzten Part aufgehört. 1-0 rausgekriegt, ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich tendiere immer noch so zu 2, 3, so vielleicht 3, 3, 4, 3, so je nachdem, wie es heute läuft. Ich weiß halt nicht, was für Gegner heute unterwegs sind. Heute ist Donnerstag. Man sagt, dass es freitags auf dem. Ne, auf freitags war es auf dem EOW-Server einfacher. Ne, weiß ich gar nicht. Ich glaube, am Wochenende soll es einfacher auf dem US-Server sein. Aber weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall schauen, weil ich gehe davon immer noch aus, dass die meisten hier nicht die Amis sind. Vielleicht 50-50. Und ja, müssen wir mal gucken. Ja, Deckhand weiß ich nicht. Eigentlich kann ich davon gar nichts so wirklich gebrauchen. Ich behalte ihn einfach mal, weil wir im zweiten Turn sind und damit mehr Karten zur Auswahl haben wir, ja, das ist ganz okay. Der Rest ist ziemlich scheiße. Also zumindest für die Starterhand. Also wenn man die später kriegen würde, wäre das ganz okay. Der ist okay. Der bringt uns jetzt nicht so viel. Man kann ihn spielen, aber er kann ihn mit der Heldenfähigkeit einfach wegmachen. Nachher ist das total sinnlos, den jetzt im ersten Zug zu spielen. Ich könnte. Oh, Deathwing, hi. Ich glaube, ich bin am Überlegen, ob ich ihn rauscoine. Einfach nur in der Hoffnung, dass er keinen Worf hat. Also kein Zorn hat, um ihn direkt wegzumachen. Und in der Hoffnung, dass er nichts hat, was ihn so gesehen direkt von Anfang an tradet, sondern so gesehen, dass er eigentlich jetzt erstmal nichts machen kann. Ansonsten habe ich ein Problem, weil ich keine Drops habe. Ich müsste dann meine Heldenfähigkeit spammen und das gibt ihnen halt natürlich die Chance, aufzuholen die ganze Zeit. Und ja. Ich ignoriere den Lutorer jetzt, weil ich ihm jetzt noch keine Karte schenken will. Er wird, weil kein, also er kann ihn mit ihm traden, aber das ist mir eigentlich relativ. Oder er könnte auch ihn traden, aber dafür müsste er shapeshiften und dann da reinrennen. Oder er macht so, aber das ist eigentlich. Stört mich jetzt gerade nicht so. Aber was mich stört, ist einfach, dass wir nichts auf der Hand haben. Und das ist, weil ich jetzt traden muss. Weil ich zumindest versuchen will, ein bisschen die Board Control zu halten. Wir haben zwar Deathwing im 10. Zug, falls er das Board voll hat. Im 10. Zug und wir ein paar Probleme kriegen, könnte ich Deathwing spielen. Das ist ja okay. Ansonsten. Ja, wo sind die Vierer-Drops? Sag mal. Ja, das ist zwar ein Vierer-Drop, aber kein Drop, der mich jetzt hier irgendwie groß hilft. Wir haben so viele Vierer-Drops und nichts davon kriegen wir. Das ist gerade echt ätzend. Und was scheiße ist, wenn ich ihn spiele im 10. Zug, weil er sein Board voll hat und ich meine Hand voll habe, dann. Ja, dieser Bug ist natürlich episch. Naja, das ist so. Richtig, richtig ätzend. Was mich gerade stört, wir können immer noch nichts spielen. Wir können echt immer noch nichts spielen. Das hackt gerade richtig. Ich werde wahrscheinlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ihn so spiele, weil er müsste mindestens einen da reinlaufen lassen. Wahrscheinlich würde er ihn da reinlaufen lassen, weil er dadurch ja auch noch eine Karte zieht. Aber was mich gerade. Wir haben nichts auf der Hand, ey. Das ist so ätzend. Was ich spielen könnte, wäre Helden. Na, könnte schon nicht mal, fehlt ein Mana. Ja, dann muss ich ein Low-Dings spielen, was mich gerade extrem abfuckt, weil wir nur hohe Minions haben. Das ist richtig ätzend. Wie viel? Der hat 6 Karten auf der Hand. Wir haben 7 Karten und eine auf dem Board. Der tut, ja, gleich auf. Ja, jetzt macht das so und tradet mit ihm, denke ich mal. Oder mit dem Shapeshift. Aber ja, ich denke mal damit. Und jetzt spielt er irgendwas. Boah, ein Ogre, ey. Wenn er jetzt gleich ein Removal hat, dann sind wir sowieso am Arsch, weil ich jetzt wahrscheinlich ihn spielen muss. Nein, muss ich nicht. Ich könnte auch ihn spielen. Aber wir haben keinen Zweier-Drop. Das lohnt nicht. Ich spiele jetzt nur ihn. Was mich gerade ziemlich motiviert, ist, dass wir Deathwing haben. Aber wenn er was gegen Deathwing hat, dann eben später, wenn er das Board voll hat, dann sind wir am Arsch. Wird er mit dem Ogre da reinrennen? Wahrscheinlich. Ich meine, ich habe noch einen Taunter. Im Notfall sogar noch zwei. Oder eventuell sogar noch mehr. Ich kann mal. Okay, er hat einen Sternring, ja. Das ist das, was ich meinte. Er hat einen Removal dafür. Und das ist jetzt schmerzhaft. Und wir kriegen einfach nicht die ganzen Vierer-Drops. Ich habe nur Vierer-Drops und ich krieg die nicht. Ja, das ist okay. Aber das sieht schon nach sehr stark nach verloren aus, weil ich wüsste jetzt gerade nicht wirklich, wie ich das retten soll. Also ich wüsste gerade gar nicht, wie ich das retten soll. Also gar nicht. Die Tore sind geöffnet.
Einfach nur, damit ich was auf dem Board habe, auch wenn es mich gerade extrem abfuckt. Ah, und neue Animationen sind dazu gekommen. Also Ragnaros hat jetzt eine neue Animation, wenn er reinkommt. Und viele Sachen vom Schaman, wie die Totems stellen, die Spirit Wolves und all sowas, das hat alles eine andere Animation bekommen. Und Wo sind wir jetzt im Mana-Tide-Totem und all Schaman? sowas. Ich hoffe, wir überlegen noch bis zum 10. Zug. Aber ich bezweifle es gerade ein bisschen. Weil das dauert noch ein bisschen, bis wir im 10. Zug sind. Und ja. Das ist halt scheiße. Das ist halt das, was ich meine. Wenn man die Karten nicht hat, von Anfang an, und wir sind jetzt im 7. Zug und ich habe nichts auf der Hand, was mich irgendwie zurückholen würde vom Spiel. Ich muss einen Taunter stellen, sonst bin ich tot. Am besten sogar mehrere Taunter, weil ich nicht machen kann. Was ich nicht machen kann. Nee, ich hab verloren. Da kann ich nichts machen, Leute. Da muss ich aufgeben. Da kann ich nichts machen. Das ist halt scheiße. Wenn man die Karten nicht hat, das ist für mich, ich weiß nicht, viele sagen, Hearthstone ist kein Glücksspiel. Für mich ist Hearthstone auf jeden Fall ein Glücksspiel, weil man einfach, wenn man die Karten nicht kriegt, die man braucht. Und somit die Board Control, vor allem in der Arena, die Board Control nicht mehr zurückkriegen kann, hat man schon verloren. Das ist Tatsache. Und das ist das, was. Ja, ist halt ein Kartenspiel, ne? Kartenspiele sind für mich allgemein immer Glücksspiele, weil man immer irgendwie Luck haben muss, um die Karte überhaupt zu kriegen. Und wenn man die Karte nicht kriegt, oder die Karten nicht kriegt, oder von Anfang an keine Karten hat, die einen helfen, dann hast du halt verkackt. Also ich hätte nicht viel machen können. Jetzt in dem Turn, weil ich einfach nichts gekriegt habe, was mir überhaupt den Arsch retten hätte können. Und das kann einen halt das ganze Spiel verderben. Und das hat auch nichts mit Können oder so zu tun, meiner Ansicht, weil viel musst du in diesem Spiel nicht können. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Das Einzige, was du wissen musst, ist, wie was funktioniert. Und das ist eigentlich relativ einfach herauszufinden, beziehungsweise zu wissen, wie es funktioniert. Musst du dir vielleicht eine Stunde mal irgendwas durchlesen und du kannst das komplette Spiel eigentlich auswendig. Das ist eines der einfachsten Kartenspiele, die ich jemals gesehen habe. Und das hat mit Können an sich gar nichts zu tun, in meiner Hinsicht auf jeden Fall. Und ja, ist halt so. Ist halt einfach so. Oh, nice. Das war cool. Ja, das war mein Bomber hat gut gespielt, nicht ich. Oh, Fairy Drake. Fairy Drake. Gucken, ob er tradet oder ob er jetzt gleich irgendwas hat dafür. Ansonsten, wir haben Blue Silver, den kann man damit angreifen. Das ist nur von Zaubern betroffen und das ist keine Zauber. Das ist okay. Er wird wahrscheinlich traden. Wird er traden? Ansonsten wäre cool, wenn ich im 5. Zug noch überleben würde. Nein, er tradet nicht wirklich. Doch? Nein, er tradet nicht. Wird er nicht. Nein, wird er nicht, habe ich ja mir schon gedacht. So. Dann mache ich ihn mit dem True Silver auf jeden Fall weg. Für die Gerechtigkeit. So. Zu ihn, weil er wird ihn wahrscheinlich hier mit traden. Also hier mit traden, sodass das Board halt wieder clear ist. Wenn er einen Zweier-Drop spielt noch, kann ich Stomping Kodo spielen. Also Punisher Kodo. Ja, vernichtet den ja instant, wie wir wissen. Oder er hat etwas Dickes wie ein Yeti. Was jetzt ein bisschen problematischer ist. Ja, doch schon, weil ich jetzt nicht instant was dagegen habe, um ihn zu spielen. Um was dagegen zu machen. Ja, das Beste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn er das Board komplett stehen lassen würde. Dann würde ich wahrscheinlich ihn spielen. Dann habe ich den 7-7, den 6-6er. Das ist dann eigentlich ganz okay. Ah, okay, er hat einen. Oh, er tradet den. Okay. Ja, war auch, glaube ich, einer der besten Sachen, die er hätte machen können, ihn zu traden. Ja. Wir haben ja noch einen True Silver, deswegen gehe ich da jetzt rein. Einfach nur, damit er nicht for free gut was traden kann. Lucy, jetzt geh mal runter hier. Komm, geh mal runter. Nein. Runtergehen. Hier ist meine Katze. Ich Baby. Die ganz gerne auf den Schreibtisch rumwurschtelt. Tut mir leid.
Ach, ich kann den Score noch eben ändern. Wie viel stehen wir denn? 1-1, ne? Ich frage mich, ob. Moment. 1. Gerade mal so gesehen. Man hätte machen können. Oh, er geht auf die Fresse weiterhin. Auch mit dem Yeti. Ja gut, er hat jetzt extreme Board Control, also mehr Vorteil als wir. Ja. Aber ob das jetzt so das Beste ist zu rushen? Also ich krieg das Board jetzt, glaube ich, relativ gut clear. Warte mal. Ne, krieg ich nicht. Mir fehlt ein bisschen Mana. Was ich spielen könnte, ist ihn. Für die Gerechtigkeit. Ja, er wird ihn jetzt wahrscheinlich traden. Aber so habe ich die Board Control vorerst wieder. Er hat mehr Karten als wir. Aber naja, und wir haben weniger Leben, sehe ich gerade. Der geht auf die Rush-Taktik, wa? Mal die Fresse rein und ein bisschen versuchen, die Board-Control zu halten. Ja, wenn er jetzt nichts hat, ist es okay. Wenn er was hat, ist es ein bisschen kacke. Außer es ist ein Zweier-Drop. Einer mit zwei Angriff. Dann kann ich ja mit leben. Es ist mit drei Mana könnte sogar gut möglich sein, dass er nur noch ein Fire-Drop hat. Ja, das ist doch perfekt eigentlich, mehr oder weniger. Dann könnte ich jetzt sogar ihn wegmachen. So. Oh fuck, ich habe meine Heldenfähigkeit vergessen. Ich habe gedacht, ich habe weniger Mana noch, aber naja, macht nichts. Der eine da macht jetzt auch nichts aus. Aber wir haben nur noch zwei Spelldraker auf der Hand und einer, der uns jetzt gerade überhaupt nichts bringt. Und das ist schon relativ schade, muss man sagen. Aber wie viel True-Server haben wir in dem Deck? 3, ne? Also auf dem EOW-Server habe ich derzeit einen. Habe ich eins, was irgendwie, ich glaube, 4 Weihe und 4 True-Server hat. Und irgendwie fast keine Minions. Das fand ich sehr lustig. Aber naja. So. Alles ist okay. Oh, Weihe. Da haben wir ja direkt die Weihe. Damit kann ich leben. Wir haben noch Dings draußen. Das Einzige, was ich traden werde, ist ihm. Wir haben noch Get Down draußen. Das wollte ich sagen. Und wir haben wieder was auf dem Board. Oh, er hat ja auch nur noch 4 Karten, sehe ich gerade. Ich glaube, der hat mehr. Soll es so sein? Ja, das ist gut predicted, wenn er ihn da reinrennen lässt. Ist aber okay. Also ich meine, er kriegt das ganze Board jetzt clear wieder. Nein, kriegt er nicht. Einer würde bleibt stehen, wahrscheinlich. Ja. Je nachdem, was er hat. Ja, das war klar. Dass er versucht, das Board jetzt komplett clear zu kriegen, was er aber nicht kriegen wird, denke ich mal. Gerechtigkeit. Ja, den haben wir auch im Deck, aber der sollte mal langsam kommen. Nein, den brauchen wir jetzt nicht. Könnte spielen, aber will ich noch nicht. Noch keine Not an Mann. Ist noch kein Not an Mann. Wie ich finde. Also wenn er ein bisschen mehr ausspielt, vielleicht. Außerdem würde ich auf jeden Fall vorher noch meine Weihe ausspielen wollen. Weil ich glaube, das ist die einzigste Weihe, die wir im Deck haben. Und wie gesagt, er zerstört halt meine Hand, nicht seine Hand. Und aber halt dafür das komplette Deck. Und das lohnt sich in meinen Augen jetzt nicht so wirklich, wenn er nur eine Karte draußen hat. Wenn er jetzt zum Beispiel alles spielen würde, was er auf der Hand hat, dann würde es sich schon lohnen. Also dann wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Das sogar wäre jetzt auch schon... Ne, ich habe Spellbreaker. Wäre fast eine Überlegung wert gewesen. Ja. Und Leppern auch. Naja, fast alles draußen. Also, jetzt bin ich schon fast am überlegen, Todesschwinge zu spielen, aber jetzt irgendwie schon wieder nicht mehr. Das tut ziemlich weh.
Aber bleibt mir erstmal nichts anderes übrig. So, wir sind bei 10 Leben. Wir haben noch eine Weihe auf der Hand. Wir haben noch Todesschwinge auf der Hand. Er hat noch 3 Karten auf der Hand. Er wird wahrscheinlich den 1-1er in den 6-1er traden. Das ist ja zumindest doof, wenn nicht, wenn er es nicht machen würde. Ich weiß halt nicht, ob er was gegen Todesschwinger hat. Er bräuchte nur Equality und irgendwas in der Richtung von AOE-Schaden wie Avenging Wrath oder Weihe halt. Dadurch wäre Deathwing für den Arsch und ich habe nur. Okay, ich habe eh nur noch 2 Karten auf der Hand. Daher ist das ja das Problem. Aber. Noch ist das Spiel nicht entscheiden. Noch ist das Spiel nicht entschieden. Ich hoffe halt, dass er wirklich gleich alles ausspielt, was er hat. Das ist gerade meine Hoffnung. Naja, okay. Gut, er zieht eine Karte. Das lohnt sich jetzt in meiner Hinsicht auch noch nicht, Todesschwinge zu spielen. Was sich aber schon ein bisschen mehr lohnt. Kultmaster könnte ich spielen. Ich könnte beide da reinrennen lassen. Und somit 2 Karten ziehen. Das wäre eine Methode, was ich auch, glaube ich, mache. Ja, das hat schon mal, das hat sich schon auf jeden Fall schon mal gelohnt. Der kennt ja. Da muss ich ja nicht mal mein True Silver für ausgeben. Dann bin ich am Überlegen, ob ich mich lieber nochmal ein bisschen hochheile. Was ich auch, denke ich, mal mache. Weil Avenging Wrath zieht ganze 8 Schaden ab. Und das wäre dann ziemlich mein Tod. In der nächsten Runde werde ich auf jeden Fall noch ihn spielen. Bevor ich irgendwas mit Todesschwinge mache. Weil ich einfach auf jeden Fall ein bisschen Leben brauche. Was er jetzt gucken muss, ist halt, dass er meinen Kultmaster wegkriegt. Was er jetzt auch macht, denke ich. Oder er geht auf die Fresse. Kann auch sein. Vielleicht hat er ja sogar schon Liefel, sodass er mich platt machen kann. Ah, das sind 6. Nicht genug Liefel. Er geht wahrscheinlich davon aus, dass ich die nicht platt kriegen würde. Was ist der Fall? Jetzt muss ich überlegen, was ich spiele. Ich kann nicht das und das spielen. Wenn ich das spiele, kriege ich das Board clear. Oh doch, ich könnte mich sogar noch ein bisschen schützen. Sehe ich gerade. Oh, Tastingo, nice. Das hat ganz gut. Das hat jetzt ganz gut gepasst. Was er haben könnte, ist immer noch Avenging Wrath, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich 8 Schaden in die Fresse kriege, ist halt relativ gering. Weil das halt sich halt auf die ganzen meiner Seite des Spielfelds irgendwie verteilt. Ja. Daher, ja gut, der bringt den gar nichts. Der bringt den gar nichts und ich ziehe mir hier On-Mass-Karten wieder rein durch meinen Kultmaster. Was halt ziemlich schön ist. Benchico, okay. Er hat keine Karten mehr auf der Hand. Kultmaster lasse ich mal stehen. Weil er muss ihn da reinrennen lassen und dadurch ziehe ich nochmal eine Karte. Wahrscheinlich sehen wir Todesschwinge in diesem Spiel auch noch nicht. Ich bin ziemlich gut wieder zurück ins Spiel gekommen. Was mich gerade ziemlich selber ziemlich wundert. Ja. Ich weiß halt nicht, was er im Deck hat. Vielleicht hat er ja irgend so eine. Oh, was krass ist im Deck, was ihn mich so instant wegbashen würde. Was ihnen jetzt helfen würde, wäre Todesschwinge. Mir jetzt ein bisschen weniger. Oh, ich hab sogar noch eine Karte. Gut. Das ist auch nice Kombi. So kann ich mich nochmal um 6 heilen. Was ich wahrscheinlich auch machen werde. Er muss den Kultmaster killen. Ich habe schon wieder so viele Karten auf der Hand. Ja. Passt. So, und somit haben wir wieder 18 Leben. Somit mehr als er. Ja,
schätze mal, das ist aber schon so gut wie gewonnen. Er hat halt den Fehler gemacht, dass er den Kultmaster nicht getradet hat, sondern einfach nur in die Fresse gehen wollte. Und das ist halt, das war sein Fehler. Das war einfach sein Fehler. Die Karten. Es ist einfach, das macht die Hälfte des Spiels aus. Wenn du mehr Karten hast als der Gegner, vor allem im Late Game, hast du schon eigentlich fast so gesehen gewonnen. Nur du musst halt auch noch die richtigen Karten haben. Aber ansonsten hast du eigentlich dann schon gewonnen, wenn du mehr Karten hast als der Gegner. So, okay Leute, ich würde dann sagen, wir beenden den Part hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Einen gewonnen, einen verloren, ist okay. Aber wie gesagt, meine Tendenz liegt immer so 2-3, 3-3, höchstens 4-3. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, ciao.